Verbrennerverbot ab 2035, steigende Benzin- und Dieselkosten für weit über 2 Euro, Unterhaltskosten, die sich kaum einer leisten kann, und dazu kommt, dass mit der Euro 7 Abgasnorm wahrscheinlich Fahrzeuge zwischen 3 und 7.000 Euro noch teurer werden. Alles Punkte, die gegen die herkömmlichen Verbrenner sprechen. Wir kümmern uns heute aber um 5 Dinge, die schon heute jedes E-Auto besser kann. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zu der Überschrift, wieso E-Autos die besseren Autos sind. Ich habe mir 5 Punkte rausgenommen, für den einen oder anderen von euch ist das vielleicht nichts komplett Neues, wenn ihr schon elektrisch unterwegs seid. Wenn ihr es aber nicht seid, dann sind das wirklich Punkte, die man nicht immer im Hinterkopf hat. Denn oft werden E-Autos mit Umweltbewusstsein oder vielleicht maximal noch irgendwo dem Thema Reichweitenproblematik in Verbindung gebracht. Wir haben aber viele Punkte für euch zusammengetragen, die es einfach tatsächlich zu besseren Autos machen. Das heißt, abgesehen von Verbrauchswerten und so weiter, ist es einfach ein Punkt, den ich euch heute hier mitgeben möchte. Und wir fangen dabei an mit dem Punkt 1, der Performance und dem Fahrgefühl. Denn während man früher immer hochperformante Fahrzeuge kaufen musste, wie die Sondervarianten, sagen wir zum Beispiel hier im Falle von VW, die GTI oder R-Modelle, oder auch dann bei größeren Fahrzeugen wirklich sportliche Versionen von Modellen, um überhaupt Fahrspaß so richtig zu bekommen und nicht mit wenig Leistung irgendwo daherzukommen, so haben wir das im E-Auto-Bereich schon ohne eine GTX-Variante. Das bedeutet, ihr habt durch diesen elektrischen Antrieb eine lineare Beschleunigung und so viel Power, und das eben nicht nur bei den Sportversionen. Klar, über 1000 PS und 0 auf 100 Geschwindigkeiten in nahezu 2 Sekunden zaubern einem nicht nur ein Lächeln, sondern eher Staunen ins Gesicht, müssen es aber nicht immer sein, denn so cool das Ganze auch ist und die E-Mobilität gerade im Performance-Bereich natürlich nach vorne katapultiert und diese Fahrzeuge als Art Halo-Cars für diverse Hersteller so die Elektromobilität in ein gewisses Licht rutschen, es muss nicht immer die extreme Performance sein, die wir dann eben auch in den großen SUVs und anderen Derivaten sehen. Nein, es reicht oft, dass wir einfach den elektrischen Antrieb an sich haben. Und dabei ist es dann egal, ob ihr einen VW e-Up oder eben ein Tesla Model S Plaid nutzt. Es ist immer extrem performant. Immer in Relation zu dem, was ihr natürlich ausgibt und ausgeben wollt. Immer in Relation zu dem, was es sonst in der Fahrzeugklasse gibt. Aber natürlich immer auch in Anbetracht dessen, was es für Fahrzeuge sind. Wenn ich mit einem VW-Bus, also einem ID.Buzz in dem Fall, unterwegs bin und aufs Gas drücke und da wirklich eine Beschleunigung spüre, die ich so vielleicht bei einem anderen Multivan nicht spüren würde, dann merkt man den Performance-Faktor. Ein anderer Faktor, der da aber gerade auf Autobahnen dazukommt, ist einfach das Thema Komfort. Denn alle Fahrzeuge haben natürlich den Charakter, dass sie aufgrund des fehlenden Verbrennungsmotors ruhiger sind und dementsprechend sind die Fahrzeuge auch zu einem Großteil besser gedämmt. Das bedeutet für euch, dass ihr im Innenraum einfach weniger von der Umwelt mitbekommt und nicht nur, dass dadurch dann die lauten Motorengeräusche fehlen, nein, ihr reduziert auch den entsprechenden Wind und fahrt einfach dadurch deutlich komfortabler. Der zweite und wahrscheinlich wichtigste Punkt für viele von euch dreht sich um das Thema Kosten. Und natürlich könnte ich euch jetzt erzählen, dass die meisten E-Autos bis 2030 steuerbefreit und dementsprechend einiges an Kosten sparen oder dass ihr mittels der THG-Quote sogar Geld mit eurem E-Auto verdienen könnt. Wenn ihr das Video dazu nicht gesehen habt, ich verlinke es euch mal da oben. Jetzt soll es aber in diesem Part mehr darum gehen, was sind die tatsächlichen laufenden Kosten. Und ich sag mal so, das Thema Tanken ist für die meisten E-Auto-Besitzer gar nicht mehr das Problem, denn sie haben eine Ladeklappe und werden wahrscheinlich ihr Auto im Alltag gar nicht so oft öffentlich irgendwo laden müssen. Und natürlich ist das Video hier kein Wunschdenken und man muss auch das ein oder andere Mal mit seinem E-Auto zum Schnellladen und es wird auch Fahrer geben, die die Fahrzeuge nie zu Hause laden können. Es ist aber für viele Personen eben ein großer Vorteil, dass man gerade im Alltag nicht laden muss. Und da spreche ich von Alltagssituationen, wo man maximal an einem Tag 300 bis 400 Kilometer unterwegs ist und das ja mittlerweile mit den neuen Reichweiten sogar auf der Autobahn. Das heißt, Fahrer, die viel unterwegs sind, können sich mit entsprechenden Fahrzeugen auch die Möglichkeit schaffen, einfach diese Strecken zusammenhängend zu fahren. Und wenn sie das dann geschafft haben, dann können sie alternativ entweder noch weiterfahren, indem sie kurz nachladen. Das sind zwischenzeitlich Zeiten zwischen 18 und maximal 45 Minuten, je nach Größe, je nach Hersteller und je nach Ladeart. Aber insgesamt muss man an dieser Stelle sagen, dass diese Zeiten für den Otto-Normalverbraucher, und das sind ja die meisten von euch da draußen, der Einzelfall sind. Denn die meisten können dann doch tatsächlich irgendwo im urbanen Bereich laden. Sei es beim Einkaufen, sei es eben beim Arbeitgeber oder auch zu Hause. Und zu Hause ist dabei wirklich ein wichtiger Stichpunkt, denn wenn ihr das Auto zu Hause anstecken könnt, dann müsst ihr theoretisch nie im Alltag irgendwo unterwegs sein, um eine Ladesäule zu suchen, denn ihr wisst ja, wo ihr steht, nämlich zu Hause.
Und ja, ich weiß, dass für die meisten von euch das Thema Zuhause-Laden immer noch nach einem stark privilegierten Thema wirkt. Das ist aber gar nicht der Fall, denn immer mehr Leute haben die Möglichkeit, einfach nach der Arbeit oder dem nächsten Roadtrip nach Hause zu kommen, den Stecker zu nehmen, die Klappe zu öffnen und einzustecken. Und dann lädt das Fahrzeug los. Einfacher kann es nicht sein und das dann auch noch wahrscheinlich am günstigsten. Es wird immer mehr kommen, es werden immer Mieter, ja, Vereinigungen oder auch Wohnungsbesitzer eben dazu animiert, auch Wallboxen für die Bewohner der Häuser zur Verfügung zu stellen. Da gibt es coole Startups und so weiter. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, zu Hause bereits laden zu können, und das ist ja immer noch am komfortabelsten, denn dann habt ihr nie den Weg zu einer Ladesäule oder zu einer Tankstelle, wie es ja früher der Fall war, dann kann ich euch hier in diesem Video den Sponsor des heutigen Videos ans Herz legen, denn mit Tibber habt ihr immer den aktuellen Strompreis in eurem Auto. Tibber ist ein Ökostromanbieter mit flexiblen Strompreisen, denn die Strompreise schwanken stündlich und davon profitiert man als Kunde. Das bedeutet, ihr könnt in den günstigen Stunden den entsprechenden Strom laden. Und gerade mit hohen Verbräuchen wie bei einem E-Auto hat man hier die Möglichkeit, von diesen Spitzen zu profitieren. Das heißt, ihr könnt smart innerhalb von der Tibber-App sehen, was ihr gerade für Strompreise habt, und das geht sogar noch weiter. Denn innerhalb der App könnt ihr beispielsweise euer Fahrzeug verbinden. Da unterstützt Tibber mittlerweile sehr, sehr viele Hersteller und ihr könnt so innerhalb der App einstellen, wann das Fahrzeug laden soll. Das könnt ihr entweder direkt am Fahrzeug oder ihr kauft euch eine der smarten Wallboxen, die mit Tibber zusammenarbeiten, und könnt es dann über die Wallbox ins Auto steuern. Und hier hat Tibber sogar im Angebot die Möglichkeit, euch die Wallbox mit Zubehör zu Hause zu installieren. Das heißt, wenn ihr den Strom nur nutzt, dann wenn ihr ihn auch tatsächlich braucht und wenn er günstig ist, ist es in Summe auch für euch günstiger. Alle Vorteile seht ihr hier nochmal auf einen Blick und für euch gibt es mit dem Code Jonas 40 Euro Rabatt auf die Wallbox. Und dann müssen wir auch alle irgendwo ehrlich sein, geht es uns in erster Linie bei vielen Sachen ja um das Thema Komfort. Und während wir früher, um einen Fahrzeuginnenraum heizen oder kühlen zu können, eine Standheizung einbauen mussten, sodass der Motor bzw. das ganze Fahrzeugsystem auch bei ausgeschaltetem Zustand den Innenraum heizen oder kühlen kann, zu einem Kostenpunkt von meistens um die 1.000 bis 2.500 Euro einbauen bzw. als Option verwenden zu lassen, haben wir das bei eigentlich allen E-Autos serienmäßig dabei. Und dabei ist es komplett egal, ob ihr eine Renault Zoe habt, die schon etwas älter ist, einen kleinen Fiat 500e oder eben auch einen Porsche Taycan. Alle Fahrzeuge bieten Apps dazu. Das hat den Hintergrund, dass man ja meistens so ein bisschen überwachen möchte, wie der aktuelle Ladestand ist, ob das Fahrzeug lädt, ihr bekommt Benachrichtigungen, falls mal ein Ladevorgang abgebrochen wird. Hat aber für euch auch den Vorteil, dass ihr einfach mit einem normalen Klick innerhalb der App die Klimatisierung starten könnt, und das ist nicht nur im Sommer gut. Wie sieht das Ganze dann aus? Ihr seid zu Hause und ihr seht, dass euer Fahrzeug in der prallen Sonne steht und Temperaturen über 50, teilweise sogar bis 80 Grad Celsius wirklich keine Seltenheit sind, gerade bei den aktuellen Sommern, und dann schaltet ihr in der App einfach direkt die Klimatisierung ein. Im besten Fall lädt euer Fahrzeug währenddessen, sodass ihr keinen Strom aus dem Akku verbraucht, aber selbst wenn, dann könnt ihr eben in ein kühles Fahrzeug einsteigen. Das Ganze geht im Winter umgekehrt, denn ihr könnt bei vielen Fahrzeugen die Sitzheizung einstellen. Ihr könnt euch da dann eben entsprechend auch einstellen, dass ihr eben vorklimatisiert starten wollt. Das ist auch zeitabhängig und die Apps gehen sogar weiter. Das heißt, ihr könnt bei vielen Herstellern direkt auf Schließmechanismen zugreifen, wie hier den Kofferraum. Ihr könnt auch bei vielen fahren nur mit der Handy-App, und das ist eben in vielen Fällen möglich, weil das Fahrzeug auf einen größeren Stromspeicher zurückgreifen kann und eben nicht alles nur von der 12-Volt-Batterie an sich funktioniert. Das hört man auch oft, denn wenn man die App aktiviert, dann klickt irgendwann das Fahrzeug, weil es einfach den Strom umschaltet. Und da hat jeder Hersteller andere, ja, Funktionalitäten innerhalb der Apps, die meistens sind aber gesetzt. So habt ihr immer als Basics die Klimatisierungseinstellungen und die Informationen zum aktuellen Ladevorgang. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, denn gerade bei Elektroautos kann es dann bei der aktuellen Ladeinfrastruktur doch das ein oder andere Mal passieren, dass eben die Ladesäule abbricht, und das informiert zu bekommen, ist besser, als dann die Überraschung zu haben, wenn man erst zum Auto kommt. Und dann müssen wir natürlich noch über das Thema Wartung und Verschleiß reden. Denn gerade Verbrennungsmotoren neigen dazu, über die Länge der Laufzeit des Fahrzeuges immer mehr zu verschleißen und wartungsintensiver zu werden. Woran liegt das? Nicht zuletzt auch daran, dass ein Verbrennungsmotor aus über 1400 Einzelteilen besteht. Und da sind die ganzen Anbauteile wie Getriebe und so weiter noch gar nicht mit hineingenommen. Ein E-Motor hingegen besteht gerade einmal aus 200 Teilen. Das heißt, wir haben ein Vielfaches weniger an Bauteilen, die überhaupt kaputt gehen können und entsprechend auch weniger gewartet werden müssen. Und das ist ein großer Punkt, aber nicht der einzige beim Thema Wartung.
Bei herkömmlichen Fahrzeugen mit ihren 1400 Einzelteilen müssen bei Wartungen Benzin getankt, AdBlue bei Diesel nachgeschaut, der Kupplungsgeber und Nehmer gewechselt, die Kupplung gewechselt, der Leerlauf- und Gasannahme justiert, der Motorölfilter gewechselt, das Motoröl gewechselt, der Luftfilter gewechselt, der Zahnriemen oder die Steuerkette gewechselt, die Wasserpumpe gewechselt, der Benzinschlauch gewechselt und geprüft, die Zündkerzen oder auch Glühkerzen oder auch der Luftmengenmesser. Und das ist nur ein Anteil von all diesen Komponenten, die tatsächlich getauscht werden müssen oder zumindest überprüft während einer Inspektion. Und natürlich gibt es da kleine und große und das variiert vom Preis, aber im Schnitt ist man in Deutschland teilweise zwischen 500 und über 1000 Euro pro Inspektion dabei. Bei E-Autos ist das deutlich geringer. Im Durchschnitt ist man hier 40-50% günstiger. Das bedeutet für euch, ihr liegt zwischen 200 und 500 Euro im Maximum. Und manche Hersteller wie Tesla zum Beispiel fordern überhaupt gar keinen Service. Das heißt, wenn man sich hier richtig informiert, sind die laufenden Kosten dann deutlich geringer. Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch deutlich umweltneutraler. Und für den fünften und letzten Punkt stelle ich mich einfach mal provokant bei uns mitten auf die Straße. Denn ein Punkt, der hier in ländlicher Region ganz normal ist, nämlich, dass ihr jetzt hier einfach die Vögel zwitschern hört und ansonsten nichts zu hören ist, ja, das ist für die meisten Leute da draußen in Städten ein ganz anderes Übel. Ihr habt den Gestank von Verbrennern und ihr habt natürlich auch die Lautstärke in den Städten, denn gerade bei den Geschwindigkeiten bis 50 km/h hört man einfach den Motor deutlich mehr als Windgeräusche oder Abrollgeräusche von den Reifen. Und natürlich ist das auf Autobahnen ein ganz anderes Thema und da haben wir ja vorhin gesehen, dass da gerade der Innenraumkomfort zunimmt. Was aber hier für die Außenstehenden gegeben wird, ist ein Punkt, den man nicht verachten darf, beziehungsweise den man nirgends vernachlässigen darf. Und während neben mir jetzt gerade ein Auto startet, merkt ihr schon, wie es auf einmal lauter wird. Wir waren in Wien für euch und konnten euch bei Rock den Ring zeigen, wie leise es sein kann, wenn der ganze Wiener Ring mit leisen E-Autos gefüllt ist, anstatt mit Verbrennern. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Zukunft. Egal, wo man in Deutschland hinschaut, überall gibt es seit Jahren die Umweltzonen. Und die haben natürlich einen Hintergrund, denn alte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die zu viel Abgase emittieren, soll man eben nicht mehr in die Innenstädte lassen. Dazu gibt es dann verschiedene Schutzklassen und zum Beispiel in Städten wie Stuttgart, die besonders betroffen sind von den Abgasen, ja, da gibt es dann auch extra Sonderregelungen. Und diese lokale Emissionsfreiheit hat einfach den Vorteil, dass man gerade in großen Ballungszentren keine Emission mehr freisetzt. Natürlich wird bei der Herstellung ein Bruchteil mehr an Emissionen benötigt. Das ist aber auch nicht mehr in dem Umfang, wie man es vielleicht noch vor Jahren errechnet hatte. Und Beispiele wie Österreich, wo Verbrenner langsamer fahren müssen als E-Autos aufgrund der Luftreinhaltung, zeigen, dass das Ganze in die richtige Richtung geht. Das waren sie jetzt also, meine 5 Punkte, die E-Autos zu den besseren Autos machen. Ich bin zum einen jetzt gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Schreibt gerne mal rein, was ihr davon haltet. Habt ihr Punkte, an die ich vielleicht gar nicht gedacht habe, dann schreibt die unbedingt mal unten rein. Oder waren vielleicht auch Punkte dabei, die ihr so nicht auf dem Schirm hattet? Und was ist euch vor allem das Wichtigste am Thema elektrisch unterwegs sein? Ich habe euch auf Instagram gefragt und ich zeige euch hier mal so ein paar Dinge, was die Community gesagt hat, wieso sie es eben gut finden, elektrisch unterwegs zu sein. Ich fand das ganz interessant als Feedback, deswegen schreibt jetzt noch deutlich mehr Feedback unten rein. Wie kann man es zusammenfassen? Es ist einfach so, dass in vielen Punkten die E-Mobilität Vorteile schafft. Und natürlich soll dieses Video hier nicht mit rosa-roter Brille gemacht sein, um euch zu zeigen, es ist alles besser und es gibt gar nichts Schlechtes. Und natürlich hat es für jeden Einzelnen noch einen gewissen Use Case, ob die E-Mobilität bereits für ihn okay ist oder vielleicht zu teuer oder ob es erst noch ein Stückchen dauert. Ich denke aber, dass in Zukunft und mit der Entwicklung, mit besseren Batterien, mit einer besseren Ladeinfrastruktur für alle die E-Mobilität das bessere Fortbewegen sein wird. Und ich glaube, das konnte ich euch mit diesem Video ganz gut zeigen. Ich bin gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Bedanke mich nochmal bei Tibber für das Sponsoring hier in diesem Video, denn dank solchen Sponsorings sind diese Videos hier möglich. Und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr da unten auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin, ciao.